Nach 9 Tagen heiße ich euch herzlich willkommen zurück zum Politik-Tycoon mit den Rechten. Tut mir sehr leid, dass jetzt eine Zeit lang nicht kam. Nichts kam. Ich bin durchgehend angeschlagen. Hatte dann auch noch andere Dinge zu tun, also Zeit und die Motivation und das Befinden für die Aufnahme von Folgen befand sich unter dem absoluten Nullpunkt. Dadurch habe ich jetzt aber umso mehr Lust, hier weiterzumachen mit den Rechten. Die eigentlich nicht mehr so viele Folgen dauern sollte, wie ich in Bremen sehe. Bremen ist, ich weiß, war unser erster Einzug, meine ich. Aber es ist ein gutes Omen, vor allem fürs Saarland, wo wir auch gut Werbung machen. Und vor allem die Mitarbeiterzahlen. Auch der Herr Walter Beuerns ist leider verstorben und in Brandenburg. Ich lasse mich doch nochmal die Bären kicken. 26, warum für Brandenburg? Sagt Flyer und Plakate, bitte. Teuer während der 9 Wochen Fernsehen im Saarland. Ich glaube, das gucke ich in jedem Let's Play, kriegt dann einen Schreck und breche es ab. Ja. Jedes Mal. Jedes Mal. Und auch jede Folge. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich das auch schon geguckt. Wählergewinn. Ach, das ist doch, oh Gott, was gebe ich hier für Zahlen? Ein 44.000. Ach Gott, das ist zu optimistisch. Ich sterbe hier gerade. Also, wenn ich gleich bald wirklich tot bin. Wisst ihr warum? Quecksilbervergiftung wahrscheinlich. Für alle, für meine Nachwelt sage ich jetzt schon mal, mein Todesgrund war dann wahrscheinlich eine Quecksilbervergiftung. Und hier ist eine Energiesparlampe durchgebrannt, glaube ich, oder so. Hoffen wir einfach, die ist nicht kaputt gegangen, sondern nur durchgebrannt. Denn wenn die kaputt geht, wird Quecksilber freigesetzt. War, glaube ich, SWR Marktcheck, war das, glaube ich, die hat gesagt, oder NDR Markt. Eins dieser Marktsendungen hat das mal berichtet. Kann ich sehr empfehlen, diese beiden Sendungen. Ist aber kein Glas, also vielleicht ein kleines Löchlein und dann, also wäre der Todesgrund Quecksilbervergiftung. Es wurde denkbar knapp angenommen hier, also das wäre nicht so gut. Gut, da haben wir doch ein bisschen Geld hier für die Bank. Zahlen wir doch einfach mal. Das lohnt sich so gar nicht gerade. Ja, gut. Ja, machen wir trotzdem 500.000, aber wieder nur ganz kurz. Für ein Jahr, bitte. Dankeschön. So, und jetzt machen wir eine Woche Fernsehwerbung im Saarland. Genau. Wir wollen ja hier ein bisschen vorbereiten. Haben wir neue Wahlen? Nein. Wie viel kostet Radio Brandenburg? Das ist ja immer relativ teuer, glaube ich. Das leisten wir uns nicht. Wir lassen aber das Geld nochmal hier auf dem Girokonto, weil nach Brandenburg ja, meine ich, ziemlich viel Osten immer kommt. Oder war der Osten schon? Der war schon. Da kommt auf jeden Fall irgendwas nach Brandenburg. Also, dass wir 10,89% haben, finde ich sehr erfreulich. Keine weiteren Kommentare. Vor allem hierzu. Und hierzu. Keine Kommentare. Neue Themen. Da gucken wir mal, ob wir was noch nicht haben. Doch, wir haben natürlich alles. Ist ja selbst. Verfreilich. 14. Aha, 43.000. Da gehen wir mal auf 42.000 runter. Und machen 8 Wochen im gesamten Land Werbung mal. Eine kleine Allround-Werbekampagne. Das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Wir wollen natürlich mit in die Regierung. Das ist ja mal, denke ich, klar, oder? Aber relativ unwahrscheinlich und eigentlich will ich auch nicht mit den Piraten, eigentlich auch nicht mit den Linken, eigentlich mit gar keiner dieser Parteien. Wir versuchen es trotzdem, aber ich weiß gar nicht, warum ich jetzt noch sage, wir versuchen es trotzdem, wenn schon das Ergebnis dasteht. I don't know, Piraten, Linke und SPD. Käthe Sacher von den Piraten ist Ministerpräsidentin. Der arme Herr Kemmerich, alias Mr. Thüringen. Hamburg, Frau von Storch. 13, 25 Wochen bis zur wunderbaren Hamburg-Wahl. Da gehen wir aber bis Radio, ist mir egal, wie teuer das ist. Wir haben es ja. Nein, ich habe schon mal gedacht, was passiert, wenn ich auf YouTube bin. Zum Glück war diesmal nur mein Kanal auf. Da bin ich auf irgendwelche Playlists gekommen. Auf die echte Perlen-Playlist. Schön. Kann ich nur empfehlen. Also die Playlist, das ist ja nicht mal eine Playlist an sich, das ist eine Playlist-Sammlung.
ich sehr empfehlen kann, wie gesagt. Da sind die besten Let's Plays drin. Politik der Kuhn ist nur auf Platz 2. Also, schaut euch gerne irgendwie Holder 2 zum Beispiel an. So, auf Platz 1, dann ist ja noch EU4 Sachsen, das läuft ja auch noch. Lorge was. City Skylines, die erste Staffel, glaube ich, ist das. Wenn das Simotran Special LP, das natürlich auch noch läuft. Da sind ganz schön viele aktuelle Let's Plays drin. Ich finde, ich bin gerade sehr gut dabei mit Let's Plays. Also, die mir gefallen. Fortuna Düsseldorf im FM. Ja, Spielstand ist ja leider kaputt. Dann Pawn Revolution mit der Schweiz. Ein Adventure. Trans Europa LP natürlich. FM14 mit Tuss Dassendorf natürlich. Und natürlich Huste Streber. Die einzigen zwei Quizzes, die auch separat es online geschafft haben und nicht irgendwie in dem Stream waren oder ich zu faul war, die Aufnahme zu schneiden am Ende, irgendwie sowas. Ja. Das Budget der Eisenbahn soll anscheinend nicht erhöht werden, wie es scheint. Und die Piraten stimmen sogar dagegen. Huiuiui. Ah, danke. Thema, Herr Randauer ist tot. So, gehen wir mal hier wieder auf 44.000. 44.000, so eine schöne Zahl. Wie sieht's mit Gliedern aus? Da sind wir gar nicht schlecht dabei. Sind inzwischen Platz 8. Und hier in Brandenburg, wir schaffen den Einzug. Und wenn nicht, dann ist es nicht so. Was ich aber jetzt machen werde, wir haben ja ein bisschen Geld. Dafür habe ich jetzt Geld verschwendet. Oh, ich würde gerne was aufheben. Ja. Denn Dispo ist, grauenvoll. So wenig Sparbuchzinsen, aber so hohe Dispo-Zinsen. Ich hätte gern so 60.000 abgehoben. Dankeschön. Schlüsselchen. Ich habe immer noch Hoffnung in dich, Brandenburg. Doris Achelwilm verlässt die Linke. Wir erben was. Das ist nicht so viel, wie die AfD in der Realität vor kurzem geerbt hat. Atomkraft, wir sind natürlich gegen Atomkraft, aber sowas von gegen Atomkraft. Sowas von dagegen. Wir können uns hier keinen GAU erlauben. Jetzt sind wir nicht mal bei Konservativen. Wir sind jetzt einfach eine einstellungslose Partei. Das ist peinlich. Landtagswahl in Brandenburg. AfD, Linke, SPD, Freie Wähler und Union sollen die ersten 5 Plätze ergattern. Ist nicht ganz so passiert. Die Partei. Ah, ich sollte lieber bei der Partei als statt beim Piraten spionieren, denke ich fast. 4,59%. Ist in Ordnung. Können ja nicht überall hier jetzt was erwarten. Herr Dobrindt ist neuer Ministerpräsident von NRW. Ja, zu der Zeit wäre ich jetzt aus NRW weggezogen. Gut, 8 Wochen gesamtes Land nochmal. Dann können wir nämlich auch die Parteizeitung aufrechterhalten. Wie sieht es mit Fernsehen in Hamburg aus? Dann machen wir mal 2 Wochen. Schadet ja nicht. So, Koalitionsverhandlung hier. Ja, SPD, Grüne, linke Partei. Da kommt die Partei wahrscheinlich in der Regierung hier. Tatsächlich. Manuela Eschlich von den Linken ist Ministerpräsidentin von Brandenburg. Ich glaube, Ministerpräsidentin wird langsam echt so ein Insider hier auf dem Kanal hier. So, wollte ich was schon mal sagen. Denke ich schon wieder in diesen kleinen, engen Konstrukten. Kommt auf meinen Discord-Server. Abonniert mich. Aktiviert die Glocke. Nimmt nicht ernst, was ich für einen Scheiß gerade von mir gebe. Wobei echt auffällig ist, wie viele Aufrufe von Nicht-Abonnenten kommen. Das ist dann aber hauptsächlich auf alten Videos. Oder so Videos, die ganz viele Aufrufe haben, weil irgendwas im Titel steht, was die anscheinend motiviert. Zum Beispiel Politik-Tycoon, irgendwas mit der Partei. Habe ich ja schon mal erzählt, geht steil bergauf. Die Partei ist so ein kleiner Magnet. Muss man einfach leider sagen. Oder auch zum Glück, je nachdem. Ich find's gut. Zwacken wir uns ein bisschen ab. Wir zahlen jetzt mal die Dispo-Zinsen. Wir sollten ja eigentlich bald Geld aus Hamburg kriegen und auch den Staatsratszuschuss. Da ist doch Festgeld. Okay, das ist nicht. Wie viel Zinsen haben wir jetzt gezahlt? Nichts. Doch, 321. Nummer 352. Okay, das ist viel zu viel eigentlich. Mir egal. So, Bundestagswahl in Deutschland. In 16 Wochen. Es passt immer noch. Aus mit Mitgliedern, da gehen wir auf
47.000 Mal und dann gucken wir mal, was wir hier wieder an Festgeldern anlegen können und das ist echt erbärmlich. Ja, ich würde gerne mein Geld fest anlegen. Machen diesmal nur 800.000. 2 Jahre dafür aber. Und der Rest kommt dann aufs Sparbuch. Ja, mein Sparbuch bitte. 1a und zwar bitte alles. Danke sehr. So, und Hamburg bin ich ja jetzt echt gespannt. Wobei da das Ergebnis schon feststeht. War eine Woche hier. Okay. Hätte ich vielleicht vorher alles, also danach alles einzahlen sollen. Aber das kommt jetzt durch die Wahl wieder rein. Doch die Rechte 5,4%. Ist das hässlich. Vor allem mit den Piraten auf Platz 1. Irks. Beatrix von Storch in 26 Wochen wird in Nordrhein-Westfalen gewählt. Die arme Frau Storch, die mal von Bundesland zu Bundesland ziehen muss wegen mir. Ja, fast leid. NRW-Werbung zu machen mit Plakaten ist sinnvoll auch für die Bundestagswahl, weil da ein Fünftel der Deutschen etwa leben. Also. Ist ja mal jemand vom Anfang an. Patrick Breyer von den Piraten. Da haben die Piratenporträts ja mal einen Sinn. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, welche Regierung kam. Hamburg. Mit der SPD und den Linken. Ja, klar. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal aufs Ganze. Prinzip, Dankeschön. Und aus Prinzip. Warte. Der Rest wird wieder eingezahlt. Wir haben ja bald hier die Festgeldanlage, die wieder rauskommt. Ah, passt das schon. So. Oh Gott, hier ist die Folge schon lang. Das ist ja hier grauenvoll. Aber die Bundestagswahl machen wir noch. Ist ja jetzt schon 8 Wochen. Ich gehe jetzt aufs Ganze. Damit meine ich, dass ich den Einzug versuche. Den Bundestagseinzug. Jede Stimme im Bundestag zählt. Und deswegen ein Einzug. Zählt besonders. Das wäre schon Schnieke. Aber es ist sehr unwahrscheinlich. Wenn wir die zweitschwächste Kraft bundesweit sind anscheinend. Ich habe mich schon gefreut. Ach, da sterben aber viele. Dass wir inzwischen Landtagseinzüge schaffen. Und die alle schaffen jetzt den Bundestagseinzug und wir natürlich nicht. Ist ja klar. Nur die NPD ist nirgendwo drin. Wir sind die neue NPD. Echt rauslassen können, wenn wir hier die Rechten spielen. Diese Karte wollte ich auch ersetzen. Cologne, France, Schweiz, Austria, Czech Republic. Poll. Die Polen vielleicht noch. Denn. Den. Sorry. Das ist, seltsam. Cologne vor allem, aber Cologne. Munich. Mich wundert ja, dass da nicht Nuremberg steht. Wie es noch Englisch heißt. Da waren die nicht sehr konsequent. Dinge. Oder Frankfurt on the Main. Oder Frankfurt is mine. Irgendwie so die bescheuerten Sachen, die hätte ich mir doch gut vorstellen können bei so einer Karte. Ah, 4,59%. Aber wir haben ordentlich dazu gewonnen. Wir kriegen gut Geld raus. Und Festgeld dann noch. Ich glaube, das hat sich finanziell irgendwie gelohnt. Oh, Festgeld lohnt sich wieder. Ja. Ich will mein Geld fest anlegen. Genau, ich würde gerne Millionchen anlegen. Genau. Und das soll bitte 2 Jahre laufen. 5 Jahre? Das ist mir noch zu unsicher. Wir brauchen das Geld bald. 21, 26 Wochen. Sachsen-Anhalt.
Und da würde ich dann auch gleich das Radio mit einbeziehen. RW ist das viel zu teuer. Aber hier machen wir jetzt einmal, versuchen wir mal in Sachsen-Anhalt einen besonderen Erfolg. Und dann sparen wir jetzt wieder. Da hätte ich gern alles eingezahlt. Dann gucken wir uns jetzt noch eben das Kabinett an und dann als Entschädigung, dass so lange kein Video kam, sind wir jetzt sogar bei über 15 Minuten. Gucken wir mal, was passiert. AfD, Piraten, FDP und Linke. Ja klar. Bundeskanzler Rudolf Scharping von der AfD. Klar, von der AfD. Arbeitsminister Dennis Deutschkämer von den Piraten. Außenministerin Katja Suding von der FDP. Bildungsminister von den Linken. Familienministerin von den Piraten. Finanzminister von der FDP. Gesundheitsminister Stefan Brandner von der AfD. Umweltminister Stefan Körner von den Piraten. Verkehrsminister Christian Lindner von der FDP. Und Verteidigungsminister von der AfD. Wo ich immer die Pausen gemacht habe, da kann man übrigens dann die Namen da einfügen, ne? Ich habe schon meine ich gesagt, ich weigere mich, diese Namen vorzulesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht schaut ihr auch, wie gesagt, mal in andere Videos rein. Ach, sehr schöne Let's Plays. Pawn Revolution läuft gerade auch. Also wird jetzt wieder laufen. Tschüss.